Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zur ersten Sendung nach der Sommerpause und wie Sie sehen, möglicherweise in einem neuen Studio. Ein Bewohner jenes marokkanischen Dorfes, aus dem ein Großteil der Attentäter von Barcelona stammt, hat heute einem Reporter der Welt einen ganz bemerkenswerten Satz gesagt. Diese Jungs haben leere Köpfe und dann kommt der IS und füllt sie. Und wir sind sehr dankbar, dass dieser Mann heute unser Gast ist, der eine beklemmende Geschichte erzählt und auch bereit ist, sie öffentlich zu erzählen. Wir waren eine ganz normale evangelische Familie, sagt er, bevor meine Söhne in einer Moschee in Kassel in die Fänge von Salafisten geraten sind. Unzählige Male ist er seitdem an die türkisch-syrische Grenze gereist. Das letzte Lebenszeichen seiner Söhne ist ein verstörendes Video, in dem sie sich von ihm für immer lossagen. Wie ist es möglich? Das ist die große Frage. Zwei gebildete, intelligente Jungs so zu manipulieren. Herzlich willkommen, Joachim Gerhard. Freue mich sehr, dass Sie heute unser Gast sind. Ja, 12 mutmaßliche Täter, 8 von ihnen tot, 4 im Gefängnis. Die Konturen dieses Anschlags in Barcelona werden immer deutlicher. Und da ist es gut, diesen Mann heute bei uns zu haben. Beschäftigt sich seit vielen Jahren mit den Strukturen von Islamismus und Terrorismus und sagt, mittlerweile wissen wir, der Anschlag von Barcelona hätte eine Art 9-11 für Europa werden können. Und nicht nur Barcelona. Innerhalb weniger Wochen hatten wir Hamburg, wir hatten Finnland, wir hatten Sibirien, überall Attacken mit primitivsten Mitteln und jeder einzelne Tote Leid und Schmerz für Eltern, Frauen und Kinder. Und die Frage lautet, was müssen wir also tun? Herzlich willkommen, Elmar Thewissen. Ich freue mich sehr, dass Sie heute unser Gast sind. Stellvertretender Chefredakteur des ZDFs. Ja, und weil es das Datum geradezu gebietet, sind heute 2 Männer bei uns, die die gemeinsame Erinnerung an eine verhängnisvolle Nacht verbindet. Eine Nacht, die uns Deutschen fast auf den Tag genau vor 25 Jahren eine dunkle Ahnung davon gegeben hat, dass Ideologie und Hass auf andere nichts ist, was mit dem Ende der Nazis einfach so verschwunden wäre. Rostock-Lichtenhagen im August 92. Nach tagelangen Ausschreitungen zündet ein gröhlender Mob das sogenannte Sonnenblumenhaus an. Und genau in dem Moment zieht die Polizei ab. Das klingt unglaublich, das war aber so. Zurückbleiben 120 vietnamesische Kinder, Frauen und Männer, die sich in letzter Sekunde aufs Dach retten können. Er war einer dieser verzweifelten Hausbewohner und er wiederum war Teil des einzigen Kamerateams, das ebenfalls in diesem brennenden Haus war. Auf einem dieser brennenden Flure sind sie sich damals in der Nacht irgendwann begegnet. Eine Begegnung, über die er heute sagt, das war der erste Mordanschlag, der live im Fernsehen übertragen wurde. Und er sagt, ich hätte nie für möglich gehalten, dass Politik und Polizei das zulassen. Herzlich willkommen, Jochen Schmidt und Nguyen Do Thinh. Ich freue mich sehr, dass Sie heute unser Gast sind. Ja, Die Bilder aus Rostock-Lichtenhagen haben sich mit Sicherheit auch in sein Gedächtnis eingebrannt. Doch nicht nur darüber wollen wir heute mit ihm reden, sondern seine neue Sportsendung bei den Kollegen von Sky zum Anlass nehmen, um darüber zu sprechen, wie er eigentlich zu dem Sportler wurde, der bis heute vor allem Handballfans so fasziniert. Von seinem eigenen Vater ist der schöne Satz überliefert. Achtung, als Vater mit Stefan zu leben war nicht einfach. Man hatte sich mit wilden Tattoos, mit sehr eigenwilligen Wohnvorstellungen um mit ständig neuen Frauen auseinanderzusetzen. Es gibt aber ein bis heute sehr, sehr lesenswertes Buch, das wir für die Sendung heute noch mal ausgegraben haben. Anders als erwartet heißt es, in dem er vor 10 Jahren mal darüber berichtet hat, wie es ist, wenn 2 der besten Handballer der Welt deine Eltern sind. Und wir wollen auch darüber reden, wie tief das Trauma von Sydney sitzt. Bis heute, sagt er, träume ich nachts davon, wie ich das entscheidende Tor im Viertelfinale gegen Spanien mache. Aber egal, wie oft ich davon träume, das Ding geht einfach nicht rein. Herzlich willkommen, Stefan Kretschmer. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist, Stefan. Also, tolle Runde für diese Auftaktsendung nach der Sommerpause. Und ich würde gerne gleich zu Beginn Elmar Thewissen fragen, was weiß man 5 Tage danach über die Anschläge von Barcelona? Die Konturen werden immer deutlicher. Es vergeht kein Tag ohne neue und, wie ich finde, sehr beklemmende Informationen. Also was man weiß, dass mindestens 12 Personen an dieser Tat beteiligt gewesen sein sollten. Nicht das, was wir tatsächlich gesehen haben, sondern der Plan war ein viel größerer. Die Sicherheitsbehörden in Spanien gehen davon aus, dass diese Gruppe geplant hatte, mit 3 Lieferwagen nach Barcelona zu fahren. Die
beladen sind mit Sprengstoff und mit Gasflaschen und mit diesen Lieferwagen dann Anschläge zu verüben. Mhm. Es gibt noch keine Sicherheit über die ausgewählten Ziele, aber eine gewisse Wahrscheinlichkeit ist da, dass eines der Ziele die Ramblas gewesen wären, so wie es dann auch geschehen ist mit anderen Mitteln. Das zweite Ziel, die Sagrada Familia, die große Kathedrale, die Gaudi mit erschaffen hat. Sehr symbolträchtiges Ziel. Sehr symbolträchtiges Ziel. Unendlich viele Touristen, die jeden Tag durch diese Sagrada Familia gehen. Und das dritte Ziel ist noch offen. Auch da vermuten die Ermittler, dass es in Barcelona selber gelegen hätte, vielleicht unten am Hafen. Mhm. Das ist schiefgegangen, Gott sei Dank, kann man sagen. Denn wenn das geschehen wäre, hätten wir ein Ausmaß erlebt in einer europäischen Großstadt, was kein Vergleich gewesen wäre mit dem, was wir in Paris gesehen haben oder vielleicht auch in Madrid im Jahr 2004. Es wäre deutlich größer gewesen, Hunderte von Opfern wären zu beklagen gewesen. Deswegen kann man mit Fug und Recht sagen, es hätte so etwas wie ein 9/11 werden können für Europa. Wie muss man sich das vorstellen? Wie war es möglich, eine solche Tat vorzubereiten? Was dann offenbar schiefgelaufen ist, ist die Tatsache, dass diese vielen Gasflaschen außer Kontrolle geraten sind. Aber da müssen doch Menschen nicht nur Monate, sondern Jahre damit beschäftigt sein, sowas zu planen. Ja, das Verrückte ist, dass nach jetzigem Ermittlungsstand es eher so aussieht, als hätten sie ein Jahr, etwas mehr als ein Jahr gebraucht, um diese Taten vorzubereiten. Ganz offenbar bewusst einen anderen Ort als ihren Heimatort gewählt. Heimatort war Ripoll in den Pyrenäen oder am Fuß der Pyrenäen in der Nähe von Barcelona. Gebaut haben sie die Bomben oder wollten sie bauen in einem kleinen Ort weiter südlich. Mhm. In diesem Ort ist etwas schiefgegangen in diesem Haus. Sie hatten 120 Gasflaschen dorthin geschleppt. 120 Gasflaschen. In einem Ferienhaus mit Nachbarn links und rechts. Nachbarn links und rechts, denen vielleicht nicht aufgefallen ist, wie viele Gasflaschen da reingeschleppt worden sind. Man hat sonst von denen, die da tätig waren, auch nicht viel gesehen. Also wenn junge Leute, die sah man dann ein- und ausgehen, würde man ja vermuten, die machen auch mal Party, die fallen irgendwie auf. Nichts davon. Es war immer sehr still. Und in dem Haus wurde ganz offenbar auch Sprengstoff gekocht, und zwar von einer Sorte, wie wir sie in den vergangenen Jahren mehrfach bei Attacken des IS gesehen haben, TATP. Das ist ein Sprengstoff, der ist sehr, sehr schwer herzustellen, der ist sehr instabil. Und offenbar ist dabei dann eben auch die Explosion vergangene Woche am Mittwoch erfolgt, weshalb quasi die große Attacke vereitelt wurde. Aber der Also das, was Effekt, wir dann erlebt haben, war quasi Plan B, um es jetzt mal so salopp zu sagen? Das war Plan B, denn die Täter mussten davon ausgehen, dass sie jetzt auffliegen, dass man in den Trümmern Hinweise auf die geplante Tat und auch auf ihre Personalien finden würde. In den Trümmern sind mindestens 3 Personen gestorben, die offenbar auch zu dieser Zelle gehörten. Und dann haben die Täter ganz offenbar, das glauben die spanischen Ermittler, entschieden, mit den verfügbaren Mitteln, das war Lieferwagen, einer der Lieferwagen zumindest, eben über die Ramblas zu fahren, dort Menschen zu töten, nach dem Vorbild, wie wir es in Nizza und Berlin gesehen haben, aber eben auch einen Anschlag in dem Küstenort Cambrils zu verüben. Ich glaube nicht, dass sie geplant hatten, mit dem Fahrzeug über die Promenade zu fahren, sondern sie hatten sich mit Messern und Äxten bewaffnet. Sie hatten sich Sprengstoffattrappen umgebunden. Sie hatten keinen echten Sprengstoff mehr. Ich glaube, dass sie auf der Promenade selber diesen Anschlag, also als Gruppe, verüben wollten, nicht mit dem Fahrzeug notwendigerweise. Aber das wird man vielleicht nie herausfinden. So, und unheimlich interessant in dem Zusammenhang. Deswegen wollen wir das heute, dieses Thema noch einmal wirklich ausführlich besprechen, auch mit Herrn Gerhard, ist die Frage, was das für junge Leute waren. Weil keines der gängigen Erklärungsmuster im Grunde greift. Es greifen nicht diese Erklärungsmuster, die da lauten, Banlieue, schwierige Kindheit, Perspektivlosigkeit, kein Beruf, kein gar nichts. Ganz im Gegenteil. Ja, wir haben es hier tatsächlich mit Tätern zu tun, die, sagen wir mal, teilweise gute Schüler waren, die auch fleißig waren, die teilweise Jobs hatten. Ja. Einer Metallarbeiter. Metallarbeiter. Von dem der Chef sagt, mach bitte keinen Urlaub, du bist mein bester Arbeiter, so ich brauche dich. So ist es. Also man würde sagen, top integriert. Wir haben aber in den vergangenen Jahren, 2004 beim Anschlag von Madrid, genau solche Täter gesehen, die da beteiligt waren. In diesem Fall junge Leute, die sich schon von Kindesbeinen an kannten, die sind zusammen aufgewachsen. Das hat, glaube ich, ein ganz besonderes Band zwischen denen geknüpft. Und zwar in Spanien aufgewachsen? In Spanien, in Ripoll, eben nördlich von Barcelona, einem kleinen Pyrenäenort. Und ich glaube, hier kommen zwei Faktoren zusammen. Das sagen
Experten, Wissenschaftler, Anthropologen sagen, das eine ist, wir haben es mit einer Generation zu tun, die auf der Sinnsuche ist, die nicht wissen, wohin sie gehören, die die Unsicherheiten und Ungerechtigkeiten in der Welt sehen und das Gefühl haben, dagegen muss doch jemand mal was machen. Die Bereitschaft auch zu extremen Mitteln dafür zu greifen, das ist das eine. Und das zweite ist so eine Art Katalysator, ein Kristallisator, eine Person, die ihnen dann vermittelt, du kannst dich beteiligen an einem vermeintlich gerechten Kampf für mehr Gerechtigkeit in der Welt. Das verleiht dir Bedeutung, das gibt deinem Leben Sinn. Das scheint innerhalb von einem Jahr in diesem Ort passiert zu sein. Ein Imam, der offenbar dieser Kristallisator gewesen ist. Und das ist kein Einzelfall. Ein ähnliches Phänomen haben wir in den vergangenen Jahren schon mehrfach gesehen. Der eine Imam, der auch bei der Explosion in diesem Haus genau. offensichtlich gestorben ist, das ist mittlerweile gesichert und geklärt. Aber Sie sagten in einem Gespräch, das wir kurz vor der Sendung geführt haben, da gibt es noch einen anderen Imam. Und da gibt es ganz erstaunliche Spuren und Verzweigungen, die kreuz und quer durch ganz Europa führen. Ja, also wir haben ähnliche Fälle in der Vergangenheit gehabt. Also junge Leute, die gar nicht auf dem Radarschirm der Sicherheitsbehörden waren, die innerhalb relativ kurzer Zeit zu Islamisten werden. Es gibt einen Fall, der liegt gar nicht so weit entfernt. Artigat, ein kleiner Ort, auch in den Pyrenäen auf französischer Seite, südlich von Toulouse. Dort hat ein Mann namens Olivier Corel im Jahr 2010 junge Leute auch begeistert für diesen Dschihad, für den Islamismus. Einer von denen hat, wir erinnern uns vielleicht, 2012 in Toulouse mit Gewehren Soldaten, aber auch jüdische Mitbürger, Kinder erschossen. Vor laufender Kamera, er hatte eine Kamera dabei. Und die anderen aus eben genau dieser Gruppe sind in den Irak gegangen, später auch nach Syrien gewechselt. Und das Verrückte ist, die Leute aus dieser Gruppe sind die Drahtzieher hinter den Anschlägen von Paris 2015 und von Brüssel im Jahr 2016. Es gibt also Querverbindungen. So eng ist das alles miteinander verwoben. Ja, das führt bei den Ermittlern dazu, jetzt die Frage zu stellen, besonders nach dem, was in Barcelona passiert ist. Gibt es hier so eine Art Netzwerk, mindestens mal lose Kennverhältnisse, vielleicht auch mehr, das in mehreren europäischen Ländern aktiv ist? Weil der vorhin genannte Imam aus Spanien, der Imam Essati, der war bis zum März 2016 für ein Jahr mal in Brüssel und hatte möglicherweise, das ist bisher noch nicht bewiesen, Kontakt zu der Brüsseler Terrorzelle, ist im März kurz nach den Anschlägen oder kurz vor den Anschlägen aus Belgien wieder zurück nach Spanien gereist und hat dann angefangen, in Ripoll diese jungen Leute zu rekrutieren. Und eben jener Mann, dieser Imam, hat vorher im Gefängnis gesessen in Spanien und hat dort kennengelernt einen der Hintermänner und Drahtzieher der Anschläge von 2004 in Madrid. Sodass sich für die Ermittler jetzt so ein Fragezeichen auftut. Gibt es hier Querverbindungen, Netzwerke, die sich über Europa spannen, von denen wir vielleicht nur sehr wenige kennen? Und müssen wir damit rechnen, dass eben an anderer Stelle Ähnliches in Vorbereitung ist wie das in Spanien? Und unser Blick richtet sich natürlich auch auf Deutschland. Sie sagen auch in Deutschland, im Ruhrgebiet zum Beispiel, sagen Sie, ist ein Netzwerk bekannt, von dem man sogar genau sagen kann, wie viele Frauen dort zum Beispiel drin sind in diesem Netzwerk. Worum geht es da? Also es geht darum, dass die Szene enger miteinander verwoben wird. Und im Ruhrgebiet registrieren die Sicherheitsbehörden 39 Frauen in 21 Städten, die vor allen Dingen über das Internet und soziale Medien versuchen, die islamistische Ideologie weiter zu verbreiten, das Netzwerk zu vergrößern. Die organisieren Schwesterntreffs, die organisieren, also sprechen vor allen Dingen andere Frauen an. Sie organisieren Spendentreffs, sie organisieren Kleidertauschtreffs und Ähnliches. Während die Männer sehr unauffällig sind, obwohl sie zur Islamistenszene gerechnet werden, sind sie nirgendwo in der Öffentlichkeit aktiv, anders als in den Jahren 2011, 2012, wo wir ja Ausschreitungen sogar in einigen Orten in Deutschland hatten. Und deswegen sorgen sich die Behörden darum, dass Dinge dort vorbereitet werden könnten. Ein ähnliches Phänomen haben wir eben nicht nur in Deutschland, sondern Sicherheitsbehörden in Frankreich, in Italien, auch in Großbritannien bestätigen, dass sie ähnliche Entwicklungen sehen. Also ein Netzwerk, das über soziale Medien zusammengehalten wird, und wo möglicherweise dann auch eine Bereitschaft entsteht, hier in Europa Anschläge zu verhindern. So, und die große Frage, weiß ich genau, von vielen, vielen, die uns jetzt zuhören und zuschauen, ist, wenn man das doch alles weiß, wenn man sogar die Zahl kennt, Herr Gerhard nickt auch gerade, wenn du weißt, da gibt es diese 39
39 Frauen in 21 Städten. So, warum geht man nicht dagegen vor? Weil es zunächst mal keine strafbaren Handlungen sind, sich miteinander zu treffen, sich auszutauschen, zu diskutieren über politische Themen, über Syrien und anderes, sondern erst in dem Moment, wo dann Straftaten begangen werden, könnten die Sicherheitsbehörden einschreiten. Jetzt kommt ein wesentlicher Faktor. Wir haben in vielen dieser Fälle der letzten Jahre erlebt, zumindest bei den größeren Anschlagsplänen, so wie jetzt in Barcelona, da war ein Katalysator notwendig, eben eine Person, die so ein bisschen der Anführer auch dann war. Der Imam oder... Und das ist sehr, sehr wichtig, das erkennen die Sicherheitsbehörden quer durch Europa, dass man, wenn so ein Mensch identifiziert ist, wenn so ein Zentrum identifiziert ist, dann darf man nicht mehr warten und zuschauen, sondern dann muss man sicherstellen, dass dieses geschlossen wird. Das haben wir in Deutschland im letzten Jahr auch erlebt. Nach dem Anschlag auf den Breitscheidplatz in Berlin sind die Behörden hingegangen und haben das islamische Kulturzentrum in Hildesheim geschlossen, das zu einem Kristallisationspunkt geworden war. Heute auch das Urteil, auch übrigens, in Berlin, dass Gefährder abgeschoben werden können. Genau, wichtiges Urteil. Also man geht jetzt intensiver gegen die möglichen Katalysatoren vor. Dazu zählen Gefährder, die teilweise auch schon eine kriminelle und gewalttätige Vorgeschichte haben, weil sie in Kriegsgebieten waren. Anis Amri war so ein Fall. Das heißt, man will sehr frühzeitig verhindern, dass da so eine Art Szene um eine Person herum entsteht. Was aber beängstigend ist, ist die Tatsache, dass diese Menschen immer jünger werden. Ja. Und welche Rolle spielt in dem Zusammenhang die Tatsache, dass immer wieder Brüderpaare auftauchen? Ja, wir haben es hier tatsächlich mit vier Brüderpaaren zu tun bei dieser Zelle in Spanien. Ähnliches haben wir in Brüssel und auch in Paris ja mehrfach jetzt schon erlebt. Das heißt, tatsächlich diese enge soziale Bindung innerhalb einer Familie oder innerhalb von Jugendlichen, die miteinander aufgewachsen sind, ist eine wesentliche Grundlage, dass die bereit sind, ich sag mal, von einer Jugendfreundschaft über eine Jugendgang sich zu verwandeln, möglicherweise in eine junge Terrorzelle. Da setzt im Grunde genommen dann die Propaganda auch an, gerade solche jungen Leute anzusprechen. Es kommt aber noch, und das ist ein entscheidender Faktor, sagen Anthropologen, der Faktor eben dazu, was ich vorhin ansprach, die Welt wird immer komplexer, immer unübersichtlicher. Das heißt, diese jungen Leute suchen nach einem Halt, nach einer Orientierung. Sie erleben auch das mit, was wir alle miterleben, Ungerechtigkeiten, die es gibt, wenn Menschen in Kriegsgebieten abgeschlachtet werden, vergast werden oder Ähnliches. So dass es dann möglich ist, so eine Art moralische Ader bei ihnen zu aktivieren. Ihr könnt selber etwas tun. Junge Leute, die vielleicht bereit sind, eben auch mal was ganz anderes zu tun, extrem zu sein, sind dann eben anfälliger als vielleicht auch die Älteren, die schon etabliert sind, bei solchen Aktivitäten dann mitzumachen. Herr Gerhard, wenn Sie das alles so hören, ich habe Sie beobachtet, so aus dem Augenwinkel und gesehen, Sie haben mehrfach genickt. Kommt Ihnen bekannt vor? Ja, also viele Sachen schon. Was ich mich nur frage, was hat unser deutscher Staat versagt dabei? Es gibt Hinweise, dass ein Minister de Misère 2014 ein Schreiben rausgeschickt hat an die Länder, dass alle Jugendliche, die nach Syrien ausreisen wollen, nicht aufgehalten werden sollen. Also können ausreisen. Die Länder konnten es dann selber entscheiden, ob sie die Jugendlichen ausreisen lassen oder nicht. Dann war das für mich ein Todesurteil, was da unterschrieben worden ist. Um einfach die Kinder wegzuschicken, um das Problem hier in Deutschland zu lösen. Also ich kenne das Schreiben jetzt nicht, deswegen kann ich das nicht bestätigen. Aber was ich weiß, auch aus Ermittlerkreisen, dass es quer durch Europa so eine Haltung gegeben hat in Sicherheitskreisen, die gesagt haben, wenn sie weg sind, müssen wir uns nicht mehr um sie kümmern. Also dass es so eine Haltung gab. Frankreich hat das ganz schlimm lernen müssen auch, weil mehrere von den Attacken, die wir in den letzten Jahren in Frankreich erlebt haben, haben damit zu tun, dass junge Leute gelassen wurden nach Libyen, um dort mitzukämpfen gegen Gaddafi. Und die mit ihrem Fachwissen und eben auch mit der niedrigeren Gewaltschwelle, die dann existiert, wieder zurückgekehrt sind, um dann in Frankreich Anschläge zu verüben. Aber war das auch ein Fehler von der deutschen Regierung, den jungen Leuten die Bundeswehr, das Jahr Bundeswehr wegzunehmen, das Jahr soziale Jahr wegzunehmen?
Weil dadurch hatten die ja eine gewisse Verantwortung gehabt. Wo sie auch dadurch sind viele junge Leute erst gereift. Und das hat solche Leute wie der IS, das ist ja für mich ist das wie eine Sekte, die haben dann gewusst, wie sie an die jungen Leute drankommen, die dann hilfsbereit sind, wir wollen was ändern. Ich weiß mal, mein ältester Sohn, der hat immer gesagt am Telefon, Papa, komm hierher, du darfst hier einreisen, du darfst 10 Tage hier rein zum IS, dann siehst du die Schweinerei, was die Amis hier bombardieren. Hier sterben Kinder, sinnlos, die haben keinem was getan. Wir müssen hier bleiben, wir müssen hier helfen. Sind wahrscheinlich ganz, ganz viele kleine Aspekte, die dann irgendwann dazu führen, dass sowas verfängt und funktioniert. Und trotzdem stehen wir immer wieder vor der Frage, wie ist so etwas möglich? Wie groß, Herr Gerhard, ist, bevor wir gleich die Geschichte Ihrer Söhne hören und auch erzählen, Ihre Sorge, dass es irgendwann mal Ihre Kinder sind, die dann in den Nachrichten auftauchen als Täter, als Kinder oder Jugendliche, die zum Beispiel in Barcelona so einen Anschlag verüben? Also ich bin immer noch überzeugt und da glaube ich auch fest daran, dass die Schweiz von General von der JPG, wo ich in Syrien drin war, letztes Jahr im August. JPG? Das ist eine kurdische Einheit. Die kurdischen Einheiten, die Kubanen mit befreit. Ich war in Kubane drin. Und der hat mir gesagt, dass die Deutschen nicht kämpfen wollten, dass die wegrennen da unten auch teils. Und ich bin immer noch überzeugt, dass die Deutschen, die da hingegangen sind, dass die echt zum Helfen hin sind, sind halt alle da praktisch belogen worden. Und ich glaube nicht, dass einer hier nach Deutschland kommt, um hier einen Anschlag zu machen. Also von den rein deutschen Jugendlichen, das glaube ich nicht. Also die Geschichte von Herrn Gerhard, ich habe das eben schon kurz angedeutet, eine Geschichte, die man eigentlich so gar nicht glauben mag. Ich habe das vorhin kurz erwähnt, Sie sagen von sich selbst, wir waren eine ganz normale evangelische Familie in Kassel. Mit dem einen oder anderen Problem, aber der Kontakt auch zu diesen Kindern, was ja sehr, sehr wichtig ist, ist niemals wirklich abgerissen. Sie haben sich zwar von ihrer Frau getrennt im Jahre 2006, aber nichtsdestotrotz bestand und besteht ein sehr, sehr inniges Verhältnis zu diesen Kindern. Und umso unverständlicher gleich der erste Ausschuss, den wir jetzt hier sehen, eine Videobotschaft, die sie irgendwann mal erreicht hat. Jeder Bruder hier im Islamischen Staat, jeder Muslim ist mir lieber als du selber, obwohl du mein eigener Vater bist. Warum? Weil du gegen den Islam arbeitest. Es ist die letzte Nachricht, die Joachim Gerhard von seinen Söhnen Fabian und Manuel erhält. Harte Worte an einen Vater, dessen Kinder zum Islam konvertiert und nach Syrien in den Krieg gezogen sind. Man kennt auf einmal seine Söhne nicht mehr, also vom Aussehen schon, aber vom Kopf und vom Reden her, dass es nicht seine eigenen Kinder sind. Und das ist halt sehr, sehr schlimm und sehr schmerzhaft. Fabian und Manuel wachsen behütet in Kassel auf. Anfang 2014 besuchen sie gemeinsam mit einem Freund eine Moschee. Wenige Monate später konvertieren sie bereits zum Islam. Der Vater zeigt zunächst Verständnis und begleitet seine Söhne sogar ein paar Mal in diese Moschee. Doch im Oktober 2014 verschwinden Manuel und Fabian im Alter von 18 und 22 Jahren für immer. Im Abschiedsbrief erklären sie, dass sie ihrem Glauben folgen müssten. 2 Monate später erst ein erstes Lebenszeichen aus Syrien. Joachim Gerhard versucht Kontakt zu halten, reist sogar in das türkisch-syrische Grenzgebiet. Es gelingt ihm jedoch nicht, seine Kinder zu treffen. An der Grenze lernt er einen anderen jungen Deutschen kennen, der mit seinen Söhnen gemeinsam aufgebrochen war und verhilft dem jungen Mann zur Flucht. Zurück in Deutschland erhält er daraufhin 2 Monate später eine Nachricht von Fabian und Manuel. Und du hast gegen den Islam gearbeitet. Du hast jemandem geholfen, hier abzuhauen. Dieses Video ist für mich und für ihn eine Lossagung von dir. Wir sagen uns los. Weil du gegen uns arbeitest. Gegen den Islam. Gegen den Islam und gegen uns, weil wir Muslime sind. Wir bezeugen, La ilaha illallah, dass es nur einen anbetungswürdigen Gott gibt. Und zwischen uns wird so lange Feindschaft herrschen, bis du dies auch bezeugst. Und wenn du dies nicht bezeugst, herrscht Feindschaft bis zu unserem Tode. Diese Bilder zu sehen, Sie haben dieses Video wahrscheinlich unzählige Male schon gesehen. Und trotzdem sehe ich gerade auch in Ihrer Reaktion, nimmt Sie das mit verständlicherweise. Was wissen Sie heute über die Entstehungsgeschichte dieses Videos? Ist das unter Druck entstanden? Sagen die sowas wirklich freiwillig? Also ich habe jemanden kennengelernt, der ist ein Islamwissenschaftler, der Herr Tam. Was ich auch glaube, von Anfang an, in dem Zeitpunkt, wo das Video entstanden ist, waren die Söhne an der syrische-türkische Grenze, in der Nähe von Kobane bei Al-Bab, Jarabulus, Membusch.
Und das war es die ganze Zeit schön ruhig gewesen. Hat auch der Junge gesagt, der es geschafft hat, rauszukommen, der Freund. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt wollten die vielleicht noch nicht raus. Vielleicht hat es ihnen da auch gefallen. Er meint halt, der junge Freund, der es geschafft hat, der meint, dass er einen Teil mussten sie es machen, um sich selbst zu schützen oder um mich zu schützen, weil ich halt extrem sie gesucht habe und Menge Unruhe in Kassel auch gemacht habe. Habe versucht, die Hintermänner herauszufinden, um die Polizei mitzuteilen. Der jüngere Manuel hat sich wenig später bei ihrer Ex-Frau gemeldet. Ja. Nee, beide. Ich habe sich beide dann gemeldet. Beide. Also mit einem Telefonanruf habe ich sich beiden gemeldet. Das waren zwei Tage später. Und habe sie gefragt, Mama, hat der Papa das Video bekommen? Und sagt die Corinna, ja, er hat es bekommen, aber er weiß, wie er mit umgehen muss. Dann haben sie beide gesagt, dann sind wir froh. Und es ging dann noch so 3-4 Wochen, haben sie sich bei meiner Ex-Frau gemeldet. Bei mir durften sie sich ja nicht mehr melden. Und dann kam dann irgendwann Ende März dann per WhatsApp die Todesmeldung, dass beide tot werden. Sie haben eine WhatsApp-Mitteilung bekommen, dass Ihre beiden Söhne dort vom Handy gefallen von meinem Sohn, ja. Wissen Sie, wer diese WhatsApp, diese Nachricht geschickt hat? Haben Sie das jemals eruiert? Wir gehen davon aus, dass entweder der Michael das war, das ist der Urheber für uns, also für viele Eltern aus Kassel, der praktisch der Anwerber war. Dieser Katalysator sozusagen, von dem Elmar Thewissen gerade gesprochen hat. Michael, ein Deutscher, ja? Ja, ist ein, aus Eritrea ist er. Und es ist ja auch meistens, wenn man das Ganze verfolgt, das, was mit dem ES zu tun hat, die haben immer versucht, gruppeweise die Leute runterzuziehen, also wenig alleine. Mhm. Weil dadurch war für die auch die Gefahr abzurücken, war einfach schwieriger, weil sie immer gruppeweise waren. Klar. In dem Fall war man unterstützt sich gegenseitig. Bei meinen Söhnen waren es halt meine zwei Söhne, das Mädchen aus Baunatal, das war die Frau von meinem kleinen Sohn, der Bruder und der Michael, der war ja schon vorher ausgereist mit einer hochschwangeren Frau und einem zweijähriger Sohn. Mhm. Wir haben das eben gehört, Ihre Kinder sind behütet aufgewachsen. Ganz normale deutsche Familie in Kassel, evangelisch. Wann haben Sie gemerkt, da verändert sich was? Wann begann das mit dem Interesse für also den Islam, die Besuche in der Moschee und alles? Wir waren immer untereinander sehr, sehr offen und ehrlich. Und Sie haben mir dann irgendwann mitgeteilt, mein großer Sohn, der ist dann nach der Schauspielschule 2013 nach Kassel zurück, Ende 2013, hat dann eine Lehre bei mir in der Firma angefangen, 2014, und hat dann irgendwann im Januar den Michael wieder kennengelernt, war ein Schulfreund. Diesen Deutsch-Eritreer. Ja, nur dass der schon seit 2 Jahren in der Szene drin war, was wir halt alles erst später rausgekriegt haben. Und so ist er dann zu dem Islam und hat er dann gesagt, Papa, ich hab den, was hältst du von dem Islam? Und sag ich, gut, das ist halt eine Religion, die nicht zu uns gehört. Und macht er wird die gern annehmen. Und sag ich, ja, Fabian, dann befasst dich aber erstmal mit. Du kannst nicht einfach wie eine Unterhose jetzt einfach sagen, du willst jetzt die Hose anziehen und dann nimmst du jetzt einen anderen Glauben an. Und der Fabian ist halt einer durch die Schauspielschule und auch was er vorher schon gemacht hat, der hat sich halt immer, was er gemacht hat, so reingefressen, der hat sich Unmengen an Bücher gekauft über den Islam. Und da hat er halt auch dann gesagt, Papa, ich trinke keinen Alkohol, ich rauche nicht, ich nehme keine Drogen, ich gehe in keine Disco, mir geht's gut und nimm du doch auch den Islam an, das tut dir auch gut. Und das heißt, eigener Sohn hat versucht, sie zu konvertieren? Ja, mich und die Ex-Frau auch. Also die Arbeitskollege, die Angestellte nie. Die haben nur halt gesagt, dass es halt gesund wäre, wenn sie würden weniger trinken oder weniger rauchen. Aber es ging halt nie um den IS. Ich habe immer wieder gefragt, habt ihr was mit dem IS zu tun oder wollt ihr nach Syrien ausreisen? Sie sind ja dann auch mit in die Moschee. Mehrmals, ja. Und das war dann immer so unverhofft. Also ich habe dann nie gesagt, ich gehe am Freitag mit, weil die sind jeden Freitag in die Moschee, wie im Freitaggebet. Und dann habe ich gesagt, ich bin dann immer unverhofft mal mit. Und in der Moschee ist eigentlich nie was Radikales geredet worden. Das heißt, Sie haben sich dort angehört, was dort passiert und haben also eigentlich alles richtig gemacht. Sie haben sich dafür interessiert. Sie waren nicht harsch oder irgendwie intolerant, sondern haben gesagt, okay, wenn das dein Ernst ist, dann machen wir das. Ja. Und ich begleite dich sozusagen auf diesem Weg. Das heißt, wo ist denn dann Ihrer Meinung nach und aus dem, was Sie heute wissen, irgendwann die Sache gekippt? Wann ist da etwas mein passiert? Mein großer Sohn durch die Schauspielschule, der konnte es viel, der hat es gelernt, sich auch zu verstellen. Das war dann ein Punkt, wo sie dann, und zwar der Michael ist 2 Wochen früher ausgereist, der Urheber. Der ist 2 Wochen früher mit Frau und mit dem Kind ausgereist. Dann waren meine Söhne mit der Schwester von dem Michael und von dem und der Bruder, die waren dann in der Dreizimmerwohnung, habe ihn gesucht. Und daraufhin ist dann die Polizei mit hochbewaffneten 15 oder 10 Leute einmarschiert. Und dadurch haben die Jungs dann Angst gekriegt.
Und dann sind sie halt bedroht worden von der Polizei. Also laut, was meine Söhne, auch das Mädchen gesagt hat, wo der Michael wäre, obwohl sie wussten, der ist ausgereist. Der ist auch beobachtet worden. Und wenn ihr nicht sagen tut, wo er ist, dann seid ihr Terroristen und müsst ins Gefängnis. Das heißt, die sind gegen den vorgegangen, die Behörden, weil man davon ausging, das ist ein Gefährder. Ja? Ja. Also das war denen sozusagen klar. Ja. Aber mich würde noch mal der Punkt interessieren, wo ist es denn Ihrer Meinung nach gekippt? Also wenn das in der Moschee nicht stattgefunden hat, wo hat man Ihre Söhne gekriegt? Das war außerhalb von der Moschee. Das war dann, das Netzwerk war so aufgebaut, dass die in der Moschee haben die sich Jungs und Mädchen angeguckt, die Interessen hatten an den Islam. Und dann sind die eingeladen worden, wie sie gerade zum Kaffee trinken oder um Hallo Bruder, kannst du mir mal helfen, die Reifen wechseln? Und so ging es dann da in irgendwelche, außerhalb von Kassel, dann in Hinterzimmer, dann ging es dann los mit den YouTube-Filmen, Propagandafilmen. Was ganz großes Problem war bei meinen Söhnen, die hatten Angst gehabt vom schwarzen Loch. Die haben dann ein Video mir gezeigt, da ist ein schwarzes Loch, wo Geräusche rauskommen. Dann habe ich so, bald, Papa, das sind die Menschen, die nichts Gutes tun, die kommen da ins schwarze Loch. Also die sind regelrecht dann bearbeitet worden, um an das Glauben, dass sie dahin müssen helfen. Das ist fürchterlich. Das klingt wie Hokuspokus aus dem Mittelalter. Ja? Aber warum glauben Sie, Herr Gerhard, waren Ihre Söhne da so empfänglich? Wir haben vorhin gerade den Versuch einer Erklärung gehört. Anthropologen, die sagen, das ist so diese westliche letzten Endes Sinnsuche, die Sinnkrise, die wir auch zweifellos durchleben. Und als junger Mensch ist man da ja auch besonders empfänglich. Als junger Mensch willst du die Welt verändern. Warum Ihre Söhne? Ich glaube, da in der Generation 2014 und 2015 waren viele junge Leute, die an die Gerechtigkeit geglaubt haben. Und das, wo die Videos gezeigt haben, da unten sterben Kinder, die keinem was tun. Und da waren die einfach an den Glauben, wir müssen da hinfahren und helfen. Wie ich runtergefahren bin in die Türkei, um das Auto zu holen, da haben die türkischen Polizisten dann gezeigt, dass Unmenge an Kinderkleider hatten meine Söhne im Auto gehabt. Englische Kinderbücher, die hatten Unmenge an Geld dabei gehabt. Ihre Söhne? Ja. Und hat der Fabian das zu mir, Papa, uns geht's so gut und keiner hilft da und keiner macht da was. Sagt er, uns, wir haben alles. Sagt er, wir haben alles im Überfluss. Wieso tut keiner Flugzeuge mit Lebensmitteln in den Leute bringen? Tolle Aktion. Und jetzt kommt das Schlimme. In dem Moment, wo jemand so weit ist, wird er dann aufgenommen von diesen Islamisten, die ihnen einreden, du tust sogar eine gute Sache. Und das kann bis zu einem Punkt gehen, wo man bereit ist, wir haben es in Barcelona erlebt, über Männer, Frauen und Kinder mit einem Lastwagen hinwegzufahren oder einem Kleintransporter. Das heißt, es wird suggeriert, dass der Terror in irgendeiner Form Tugend besitzt. Und das ist eigentlich was alt ist. Robespierre in der Französischen Revolution hat gesagt, ja, Terror ohne Tugend ist einfach nur schrecklich und Tugend ohne Terror ist machtlos. In der Kombination entstehen solche Bewegungen, schrecklicherweise auch Revolutionen, umso wichtiger ist, es muss doch eine Möglichkeit geben, dagegen zu halten mit Argumenten und die Ungerechtigkeiten, die Probleme der Welt besser zu lösen, weil sonst der IS freie Bahn hat. Und dazu gehört dann eben auch das, was wir da teilweise aus Marokko auch gesehen haben, dass Familien auch in Spanien, Muslime, sich vor Kamera stellen und sagen, das hat mit unserem Glauben nichts zu tun. Ganz, ganz wichtig. Danke Ihnen beiden sehr, sehr herzlich, Herr Gerhard und Elmar Thewissen, die heute unsere Gäste sind. Und jetzt freuen wir uns, kurz durchatmen. Bevor wir nach Rostock-Lichtenhagen gehen, Stefan Kretschmer ist heute unser Gast, den ich ganz anderes Thema, den ich gerne fragen würde. Seit 10 Jahren mittlerweile im sportlichen Ruhestand. Stefan, was fehlt am meisten? Oh, nach dem Thema muss man jetzt wirklich erstmal ein bisschen durchatmen. Einmal durchatmen, ja. Ja, wenn man darüber spricht, was einem am meisten fehlt nach dem Leistungssport, dann ist es für mich persönlich nicht der Sport selbst, sondern der Zusammengehörigkeitsgefühl der Mannschaft. Mhm. Ist ein bisschen auch das Thema, über das wir gerade gesprochen haben, ne? Ja, also wenn wir sagen, Sinnsuche im erweiterten... Ja, die Sachen, die dir damals auch ein bisschen auf den Sack gegangen sind, diese Busfahrten oder in der Kabine sitzen, das ist das, was dir fehlt. Dass du in deinem Leben nach der Karriere kein adäquates Gebilde findest, egal wie gut dein Freundeskreis ist, wie eine Mannschaft, die viele Schlachten zusammenschlägt, die... Unglücklich gewähltes Wort jetzt gerade, aber die durch dick und dünn geht, die Feste feiert, aber auch durch ganz große Tiefen geht. Und das schweißt zusammen und dieses Gebilde gibt es nach deiner Karriere nicht mehr. Dort hast du im Idealfall einen guten Freundeskreis, aber nicht mehr diese Zusammengehörigkeitsgefühl. Das heißt, dieses Gefühl, du weißt, wo du hingehörst, das fehlt dann plötzlich. Man muss ja sagen, wenn du ein erfolgreicher Leistungssportler bist, dann hast du das von deiner Kindheit auf betrieben. Du kennst kein anderes Leben. Also du kennst auch kein Leben
wo du morgens aufwachst und selbst bestimmen kannst, was du heute machen möchtest. Mhm. Du lebst von Trainingsplan zu Trainingsplan, von Monat zu Monat, der fremdbestimmt wird. Und deswegen hast du auch keine andere Möglichkeit, in andere Gedankenwelten abzuschweifen, sondern du bist in diesem Sportsystem gefangen und hast dich dem auch ausgeliefert und tust es auch gerne. Mhm. Und der große Showdown kommt dann im Prinzip, die große Herausforderung in deinem Leben kommt dann, wenn es eben nicht mehr so ist. Mhm. Wenn du halt tatsächlich morgens aufstehst und sagst, naja, jetzt kann ich machen, was ich will. Ist auch egal, ob ich liegen bleibe. Was mache ich denn eigentlich? Ja. Ja. Das ist die große Herausforderung des Lebens eines Sportlers. Wann kommt dieser Moment? Wann merkt man das erste Mal? Oder konkret gefragt, wann hast du das erste Mal für dich gemerkt? Hoppla, das ist ja jetzt nicht mehr da, diese sichere Struktur und auch diese Aufgabe schlicht und ergreifend. Die ersten Monate findet man es toll. Dann hat man ja erstmal Urlaub und genießt erstmal den totalen Abstand vom Leistungssport. Treibt natürlich auch keinen Sport, wird dann 10 Kilo dicker und sieht sich dann irgendwann im Spiegel und denkt, so geht's jetzt auch nicht. Ja. Aber dann kommt schon die Frage, was mache ich denn jetzt eigentlich? Im Idealfall beschäftigt man sich schon dual während seiner Karriere damit, was man danach macht. Weil ein wichtiges Thema zum Beispiel im Leben von Wladimir Klitschko immer gewesen, genau diese Frage, was kommt danach? Würde ich auch allen Sportlern den Rat geben, also außer den Fußballern, die genug Geld verdient haben, um es nicht mehr machen zu müssen, aber allen anderen aber Sportlern. Sie stehen doch erst recht vor dieser Frage. Nicht vor der ökonomischen Frage. Ja, aber das macht es nicht besser, finde ich. Oder? Es macht es nicht unbedingt besser, aber wenn die den Sinn ihres Lebens dann anders definieren und durch Hobbys das Glück ihres Lebens finden, ist das auch ein Inhalt, mit dem man sein Leben füllen kann. Ein Sportler außerhalb der Fußballwelt kann das im Regelfall nicht. Also du musst schon sehen, dass du während deiner Karriere dir die Basis schaffst für das Leben danach, weil das Geld natürlich nicht reichen wird bis zum Ende der Karriere. Und das hatte ich nie. Also ich habe nie einen Plan B gehabt. Ich habe mich nie damit beschäftigt, was kommt danach, weil ich alles auf den Handball gesetzt habe und mich voll und ganz darauf konzentriert hatte. Ja. Alle haben mich davor gewarnt. Meine Eltern hatten mich natürlich am meisten davor gewarnt. Zwei der besten Handballer der Welt. Ne? Ja, aber deine Mutter war zur aktiven Zeit die beste Handballspielerin der Welt. Das kann man so sagen. Absolut, ja. Ja. War mir so nicht klar. Wie erst begriffen, als ich mich mal intensiver mit diesem tollen Buch beschäftigt habe, das mittlerweile schon so 10, 12 Jahre alt ist. Aber ein Gedanke oder eine Frage, die ich ab und zu mal auch, die wir Spitzensportlern hier stellen, die Frage, was ist das für ein Gefühl, wenn du weißt, es wird nie wieder mit großer Wahrscheinlichkeit in meinem Leben etwas kommen, das ich so gut kann, wie das, was ich bis dahin gemacht habe? Weil du warst einer der Besten der Welt. Ja, mit der Frage habe ich mich nie beschäftigt, weil ich viele andere Sachen auch gut kann. Glücklicherweise. Das stimmt. Die meinem Leben auch durchaus einen Sinn geben. Ja. Zum Beispiel? Ich kann mich gut unterhalten, zum Beispiel. Ich bin relativ sicher in der Expertise meiner Sportart. Ja. Und ich kann relativ gut mit mir in der Freizeit etwas anfangen. Ja. Also ich kann meine Freizeit sinnvoll nutzen. Das ist viel wert. Es gibt ja viele Leute, die sich selber auch gar nicht ertragen. Also insofern auch schwierig. Damit habe ich kein Problem. Ja. Und ich habe einen sehr, sehr intakten und guten Freundeskreis und eine tolle Frau. Also zwei gute Kinder. Ich habe genug zu tun und genug Inhalt in meinem Leben gefunden. Aber deine Frage war wie? Die Frage war, wenn dir klar wird, also es hat schon einen sehr ernsten Hintergrund. Ich weiß von Wladimir Klitschko, der morgen bei uns sein wird, deswegen habe ich mich auch im Vorfeld schon sehr intensiv mit dem beschäftigt. Und ich weiß, dass der besessen war von dem, was er gemacht hat. Mhm. Und Besessenheit ist auch sozusagen der Überbegriff, der über ganz vielem steht. Ja. Bei dir doch in gewisser Weise auch. Oder war das bei dir anders? Dieses immer neue Herausforderungen, die ganz große Karriere, der Olympiasieg, der Weltmeister, das war das Ziel, um das es ging. Das Streben nach... Wladimir sagt, von außen betrachtet sieht das aus wie Größenwahn, aber ich kann nicht anders, ich bin so. Und ich glaube, jeder Spitzensportler ist so. Ich glaube, die Besten der Welt hatten diesen Traum schon immer und konnten ihn sich auch vorstellen. Weil wenn du es dir nicht vorstellen kannst, kannst du es nicht erreichen. So. Und ich wollte schon als 11-, 12-Jähriger der beste Spieler der Welt werden. Also nichts Geringeres war mein Ziel auf meiner Position. Und erinnere mich an Aussagen meines Vaters, der irgendwie damals zugeschaut hat, wie ich im Garten meiner Oma aufs Gartentor geworfen habe und das olympische Finale im Alter von 12 schon vorgespielt hatte und teilweise mitkommentiert habe, ohne irgendwelche anderen Mitspieler. Deinen eigenen Olympiasieg? Ich habe meinen eigenen Olympiasieg schon. Sehr gut. Mit 12. Du hast 12, ja? Ich habe
mit der Wand dann den Doppelpass gespielt und dann sicher verwandelt. Und so konnte ich mich stundenlang beschäftigen. Und ja, es bedarf einer Besessenheit, die schon fast krankhaft ist. Ja. Also ich habe natürlich auch immer noch einen Sinn fürs Privatleben gefunden. Dafür war ich bekannt, dass ich auch über den Handballtellerrand hinausschaute und nicht stupide als Sportler nur durchs Leben ging. Aber der Sport war mir schon das Wichtigste. Und ich wollte der beste Spieler auf meiner Position halt werden. Dafür habe ich das alt gemacht und dafür habe ich auch Ausbildung abgebrochen, wenn ich meinte, ich bräuchte auch die Zeit, die ich normalerweise an der Schule verbringe oder an der Universität verbringe, um auch noch für den Handball zu trainieren und die Zeit zu investieren. Also ich habe alles auf diese Karte Handball gesetzt und habe dann auch hart trainiert, was mir viele auch nicht zutrauen, aber stimmt. Ja. Weil das gar nicht anders ging bei diesen Eltern, weil das sozusagen vorgegeben war? Du liebst deinen Vater wirklich heiß und innig. Du sagst, das ist der beste Mensch in meinem gesamten Leben. Ja, mein Papa ist mein ultimatives Vorbild. Und das war schon immer und es wird er mal bleiben. Warum ist das so? Mein Papa ist der souveränste Mensch, den ich kenne. Der intelligenteste Mensch, den ich kenne. Und der immer das Oberhaupt der Familie war und mit einer Art und Weise, die seinesgleichen sucht. Also er ist sehr verständnisvoll, er hat immer die richtigen Worte und er war einfach jemand, der sehr gut aussah, auch zu der Zeit, als ich aufwuchs. Jetzt hat sich ein bisschen geändert, entschuldige Papa. Er ist jetzt auch schon 84. Also er ist einfach ein ganz toller Mann, Mann, wie man selber halt gerne werden möchte, ohne übertrieben emotional zu sein. Und meine Mama ist so dieser Hardcore-Mensch, also in der Familie, der emotionale Teil, der auch mal ungerecht sein kann und der dich natürlich emotional beeinflusst. Also während er der sachliche Teil in unserer Familie war, war Mama immer, oder ist Mama der emotionale Teil. Du schreibst in diesem Buch, weil meine Mutter so war, wie sie war, habe ich bis heute ein Problem damit, wenn irgendjemand in meiner Umgebung das Wort Arschloch ausspricht. Warum? Ja, ist ein schwieriges Thema. Muss ich auch ein bisschen weiter ausholen. Also meine Mama ist die beste Spielerin der Welt geworden, weil sie alles investiert hat und weil sie sehr, sehr hart dafür gearbeitet hat. Und sie war der Meinung, in dem sozialistischen System, was dann auf der Kippe war, als ich groß wurde, wenn man der beste Spieler der Welt werden wollte, und das wollte ihr Sohn offensichtlich ja auch, dann muss man eben auch alles investieren. Als ich dann aber in Diskotheken ging oder mich teilweise in Berlin der linken Szene unterordnete und das Leben neben dem Handball entdeckte, war sie der Meinung, der Junge opfert jetzt auch nicht alles. Ja? Und das, da geht noch mehr. Da geht einfach noch mehr. Und es gab dann natürlich viele Streitgespräche abends aufgrund meiner nicht professionellen Einstellung zum Leistungssport. Ja? Also sie war natürlich jeden Abend der Meinung, ich könnte noch viel mehr tun und es wäre dann noch viel mehr möglich. Und das hat sie mir sehr eindrucksvoll auch zu verstehen gegeben an manchen Abenden. Und dann fiel auch dieses besagte Wort. Ja, so als endgültiges Statement, als die Diskussion dann vorbei war. Also es ist ein schlimmes Wort, ohne Frage, was Eindruck hinterlassen hat und was in meinem Kopf natürlich auch noch drin ist. Ja. Heute würde ich es eher so deuten, dass man abwinkt am Ende eines Gespräches. So, ach komm, du bist so ein Arschloch. Ja. Also ich will es nicht verniedlichen, aber zumindest habe ich heute eine andere Einordnung zu dem Wort. Weil ich Jahre später natürlich meinen Frieden mit ihr gemacht habe durch meine eigene Weiterentwicklung. Ja, das fällt tatsächlich auch auf, wenn man sich beschäftigt mit diesem Buch. Also es ist eine große Liebeserklärung mit deinem Vater, der der große Held deines Lebens ist. Und mit deiner Mutter ist das deutlich distanzierter. Macht man damit irgendwann seinen Frieden? Funktioniert das? Das ist ein großes Thema in vielen Familien. Also es wäre schade, wenn man nicht seinen Frieden irgendwann damit macht. Allerdings muss man dafür etwas älter werden. Also in dem Alter, als ich das Buch schrieb, war ich gerade mit dem Leistungssport fertig und war noch voll in dieser Emotionalität, in der ich mich jahrelang im Leistungssport befand. Und da fand ich natürlich die Aussagen meiner Mama, ihr emotionales Verhalten, oft als sehr ungerecht. Ja, weil ich war jetzt schließlich auch jemand und erreichte ja auch nun schon ein Weltniveau. Und irgendwann hätte sie dann auch mal sagen können, ich bin stolz auf dich. Das kam dann viel, viel später. Und ich hätte mir diesen Satz früher gewünscht von ihr, aber sie war da sehr zurückhaltend halt in dem Bereich und wollte immer noch mehr auch aus mir rauskitzeln, wie ich heute verstehe. Als mein Papa dann schwer krank wurde, da habe ich dann auf einmal gemerkt, okay,
Jetzt setzt bei ihr ein Umdenken ein. Jetzt merkt sie auf einmal, sie braucht ihren Sohn. Und dort haben wir dann auf einmal ein Verhältnis entwickelt, was noch nicht so lange her ist, wo wir uns sehr annäherten und wo wir ein sehr emotionales Verhältnis entwickelten. Und da macht man dann seinen Frieden natürlich mit seiner Mutter, weil dann Gespräche auf den Tisch kommen, die man 36 Jahre nicht geführt hat. Aber in den Momenten kommen solche Gespräche raus und ich fing dann auch an, sie zu verstehen. Und als junger Mensch versteht man seine Mutter häufig nicht oder seine Eltern häufig nicht. Aber wenn man versucht, sie zu verstehen und ihr auch ihre eigenen Schwächen zubilligt, dann kommt man wieder an sie ran und dann macht man seinen Frieden. Deswegen frage ich danach, es gibt diese Sprachlosigkeit, gibt es in vielen Familien. Und die wenigsten schaffen es wirklich, diese Sprachlosigkeit irgendwann zu überwinden. Das ist toll, wenn man das schafft. Dein Vater, wie viele Länderspiele hat dein Papa gemacht? Und der war nicht so doll, der hat, glaube ich, 80. 80? Aber ich müsste lügen. Und deine Mutter? 217. Und du? 218. Und ich gehe nicht davon aus, dass das Zufall ist, ja? Nein. Also das Olympische Finale 2004 war das 217. Länderspiel. Ja. Und eins hätte ich dann schon noch gerne gemacht. Ich hatte dann wiederum ein gutes Verhältnis zu meinem Bundestrainer Heiner Brandt. War nicht immer so in meiner Karriere, aber zu dem Zeitpunkt dann schon. Und er schenkte mir noch dieses eine Länderspiel in Berlin, in meiner Heimatstadt, wo ich dann meine Mama überholte. Ja. Und wo sie mir, und das war ein sehr emotionaler Moment für mich, den Pokal, den sie zu ihrem letzten Länderspiel bekommen hat, zu ihrem 217. überreichte, wovon ich nichts wusste. Super. Das war toll, großartig. Wunderbar. Und dann war's. Weil du gerade sagst, hast du schön vorhin gesagt, umschrieben sozusagen das, was man als Jugendlicher sonst noch so macht. Du hast über den Tellerrand hinausgeguckt. Wann fing das mit den Tattoos eigentlich an? Schon im Osten der DDR oder gab es da keine Tätowierten? Nee, das war... Gab es im Sozialismus keine Tätowierten? Doch, aber tatsächlich war im Sozialismus so, dass das vorwiegend Leute waren, die im Gefängnis waren. Okay. Also wie in Japan ist auch so, ne? Wenn du... Ich glaube nicht, dass außerhalb des Gefängnisses tätowiert wurde. Also wobei nicht, im Westen war das auch mal so, ne? Vielleicht Seeleute noch, aber ansonsten war es jetzt nicht gerade sehr verbreitet. Das war im Übrigen Anfang der 90er im Sport auch nicht sehr verbreitet. Also generell war die Akzeptanz Anfang der 90er für Tattoos oder Piercing, um es mal gelinde zu formulieren, relativ gering. Ja. Also es gab keine große Akzeptanz dafür. Warum hast du es gemacht? Weil du anders sein wolltest? Eine Art von Rebellion? Man kann ja da ganz viel reindeuten, oder einfach, weil du es schön fandst. Ja, also man muss wissen, ich war ein sehr systemkonformes Kind. Also ich fand den Sozialismus toll. Ich habe alle Ämter inne gehabt, die man im Sozialismus als Kind und als Jugendlicher innehaben konnte. Ich bin in einem Elternhaus aufgewachsen, was sozialistisch sehr geprägt war, was die Ideologie toll fand. Und ich bin natürlich auch, muss ich dazu sagen, in einem privilegierten Elternhaus aufgewachsen, wo die negativen Seiten des Sozialismus nie vorkamen. Also wir hatten alle Annehmlichkeiten und deswegen kam ich auch zur Sportschule, wo ich ebenfalls alle Annehmlichkeiten des Sozialismus erkannte und wurde mit den negativen Seiten nie konfrontiert. Weswegen es natürlich leicht war, diesem System seine Sympathie zu schenken und es toll zu finden. Dann fiel dieses System zusammen und da war ich 16. Und zu dem Zeitpunkt habe ich immer noch nicht erkannt, was an diesem System schlecht sein sollte. Das fiel mir erst später auf, indem ich Filme oder Serien wie Weißen See gesehen habe, Bücher gelesen habe, mich mit Leuten unterhalten habe, die die negativen Seiten des Systems erfahren haben. Und als ich aus diesem System kam, wir wurden ja dann übernommen vom Westen. Also, eine feindliche Übernahme, wie man heute sagt. Ja. Ja. Oder auch eine freundliche eigentlich. Da entwickelte sich eine Rebellion. Also da war ich dann natürlich gegen alles, was aus diesem System kam, weil es war ja mein System, was geschluckt wurde. Es war ja meine Ideologie des Sozialismus, die geschluckt wurde. Mhm. Und suggeriert wurde uns Kindern und Schülern ja immer, dass der Westen der Feind ist. Also es war ja die Manipulation der Zeit um die Jahrtausendwende. Ja, das klingt jetzt so böse, aber es wurde uns genauso suggeriert. Ich weiß noch, als ich den ersten in Südtirol irgendwann den ersten DDR-Rodelfahrer sah,
dachte ich, da läuft der Satan persönlich an mir vorbei. Das dachte ich. So wurden wir manipuliert, natürlich. Ich denke das ganz, ganz häufig. Das hat auf beiden Seiten gleichermaßen stattgefunden. Und wir sind indoktriniert worden, alle, auf eine bestimmte Art und Weise. Muss man sich nicht schön Also finden. Der Vergleich mit dem Satan wurde mir jetzt nicht ständig vorgeführt, aber ja. Es war schon... aber du weißt, was ich meine. Das war schon das ich war Böse. Sehr klein, aber ja. Und ich schloss mich dann der linken Szene an in Berlin. Also der Hausbesetzer-Szene und... fand dort Gesprächspartner in der linken politischen Szene. Damals war ja Anarchie, die Mauer fiel. Und in Ost-Berlin oder auch in West-Berlin, das war ja die energiereichste Zeit meines Lebens. Es gab keine Regeln, es gab kein Bauordnungsamt. Mhm. Keiner wusste, was passiert jetzt eigentlich. Und jeder hat gemacht, was er wollte. Und jeder hat nach seinem Sinn des Lebens gesucht, wo wir wieder beim Thema waren. In Exakt. Dem Alter war ich ja damals auch, 16 Jahre. Und warst empfänglich für jemanden, der sagte, pass auf, ich habe hier was für Und dich. Ich habe Antworten gesucht. Ja, klar. Wie geht es jetzt weiter? Wo geht die Reise hin? Und ich hatte das Gefühl, in dieser Szene sehr gut aufgehoben zu sein, weil es interessante Gespräche waren, weil es Antworten gab und weil es rebellisch war. Und in dieser Zeit gehörtest du dann dazu, wenn du dich tätowieren ließ, wenn du anders aussahst, wenn du dich dem Klamotten- und Aussehenskodex dieser Szene halt anpasstest. Ja, der Handball-Punk. Ja, das kam dann später. Aber ja, da wurde die Grundlage gelegt. Ja. Ja, genau. Wie erlebst du das denn bei deiner Tochter, die von, auch Handballspielerin ist, eine sehr gute sogar, ne? Richtig gute Handballerin. Das heißt, da kommt die dritte Generation. Ja, meine Kleine, die ist 17 ja mittlerweile, ja. Also auch keine Kleine mehr. Eifert ihrem Vater irgendwie nach. Kommt sehr deine kubanische Frau auch durch, irgendwie ne? auch nicht. Ja. Für mich ist das Wichtigste bei ihr zu sehen, dass sie den Sport mit Leidenschaft betreibt. Und das macht es mir natürlich leicht, sie dabei zu unterstützen. Wenn sie das nicht machen würde, dann wäre es schade. Aber sie macht den Sport mit Leidenschaft und hat sicherlich jetzt keine professionellen größeren Absichten. Dass man im Frauenhandball kann man wahrscheinlich eh nicht viel Geld damit verdienen. Also muss man erstmal voraussetzen, dass man es mit Leidenschaft macht. Sie ist auch auf der Sportschule, trainiert sehr viel. Und ich freue mich wirklich sehr über ihren Weg. Aber sie ist zum Beispiel jemand, sie hat ein wahnsinniges Problem mit ihrem Nachnamen, weil er bei ihr für viel Druck sorgt. Mhm. Und deswegen stellt sie sich meistens immer nur mit ihrem Vornamen vor. Mittlerweile hat sich rumgesprochen, wer sie ist. Ja. Was steht denn auf dem Trikot hinten drauf? Da stand bei dem Spiel stand zumindest Kretschmer drauf. Im Jugendbereich haben sie meistens noch die Rückennummern in ihrem Alter. Da steht noch kein Name hinten drauf. Ich glaube aber, dann wird sie nicht leugnen. Also ich hoffe, dass sie... Du beschreibst in diesem Buch so schön, dass du sonst immer, als du aufgewachsen bist als junger Handballer, warst du immer der Sohn von deinen berühmten Handballeltern. Dann irgendwann waren deine Eltern die Eltern von dem berühmten Handballer Stefan Kretschmann. Und so wird es deiner Tochter irgendwann auch. Jetzt bist du gerade noch der Vater von und irgendwann wird sie die Tochter. Ich hätte nichts dagegen, wenn es so wäre. Ja. Und wenn es nicht so ist, ist es auch nicht schlimm. Ja, ich würde nur gern wollen, dass dieser Druck von ihren Schultern teilweise verschwindet. Ja, weil es ist wirklich erdrückend für ein Kind in ihrem Alter, wenn du permanent daran gemessen wirst und permanent darauf angesprochen wirst, dass das dein Vater ist. Die Leute erwarten Besonderes von dir, weil du die Tochter bist. Und du hast nicht die Chance, ein ganz normales Kind zu sein. Also sie wird ja zumindest ein Stück weit genommen. Das ist schade für ihre Entwicklung. Ja. Aber sie ist ein tolles Mädchen. Ich liebe sie sehr und ich glaube, sie macht es gut. Also, so wird das laufen. Stefan, ganz kurz zum Schluss. Ab 27. August hast du eine eigene Talkshow, das vorhin kurz erwähnt, bei den Kollegen von Sky. Sonntag ist das, ne? Sonntag, 17 Uhr im Free-TV allerdings bei Sky. Gibt ja auch einen Free-TV-Kanal, Sky Sport News HD. Eine Stunde, ich freue mich drauf. Eine Stunde mit echten Freunden. Nein, ich glaube, du wirst das gut machen. Ich freue mich drauf. Stefan, herzlichen Dank. Wir haben ein sehr offenes Gespräch. Es hat große Freude gemacht. Und ich freue mich sehr, dass zwei Männer bei uns sind, die einen Tag im August vor 25 Jahren, und zwar heute auf den Tag genau, wenn ich das richtig im Kopf habe, zusammengeführt haben. Oder zwei Tage fehlen, glaube ich. Ne? Es war der 24. Ne? Heute ist der 22. Wir werfen mal einen Blick zurück.
Rostock-Lichtenhagen, habe es eben schon gesagt, im Sommer 1992. Es geht um ein Wohngebiet. Mitten in diesem Wohngebiet liegt die zentrale Aufnahmestelle für Asylbewerber. Seit Monaten herrscht dort Chaos. Täglich treffen bis zu 80 neue Flüchtlinge aus Rumänien vorzugsweise ein, werden sich selbst überlassen, kampieren im Freien und verrichten ihre Notdurft irgendwo im Gebüsch. Die Missstände sind offenkundig, doch es passiert nichts. Und schließlich schlägt die Wut der Bürger in Fremdenhass um. Für uns im Block sind das auf Deutsch gesagt Dreckschweine. Die scheißen und pissen um unseren Block. Man muss Angst haben, dass man hier noch mit Knüppel hin und über den Kopf kriegt. Dagegen sind wir. Und dieser Zustand, der muss sich ja endlich mal ändern. Ab dem 22. August dann spitzt sich die Situation dramatisch zu. Neonazis mischen sich unter die wütenden Anwohner. Eine überforderte Polizei wird von einem gewaltbereiten Mob attackiert und zusammengeschlagen. Am Montag, den 24. August, wird auf Druck der Randalierer die zentrale Aufnahmestelle für Asylbewerber geräumt. Doch 120 Vietnamesen bleiben im Haus zurück. In den Abendstunden eskaliert dann die Gewalt. Nachdem sich die Polizei zurückgezogen hat, werfen Randalierer Molotow-Cocktails in die unteren Stockwerke und setzen das Haus in Brand. Die Vietnamesen und ein ZDF-Kamerateam sind in dem brennenden Haus eingeschlossen. Unter ihnen auch der Dolmetscher Nguyen Do Thinh. Ich alleine und meine Landsleute hier im Haus sind total am Ende. Wir können das gar nicht begreifen. Der ZDF-Reporter Thomas Euting fasst die Angst der Eingeschlossenen irgendwie in Worte. Und plötzlich sind wir mittendrin. Und die Angst, die wir im Moment spüren, weil Leute unten Feuer legen, weil sie diese Menschen bedrohen, weil Menschen weglaufen. Das ist die Angst, die diese Ausländer hier zwei Nächte lang gespürt haben. Und wir bekommen sie jetzt hautnah zu spüren. Und es ist die nackte Angst. Die Ausschreitungen in Rostock-Lichtenhagen gehen als erstes Pogrom nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs in die Geschichtsbücher ein. Unglaubliche Bilder, man kann die Angst spüren, Nguyen. Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie diese Bilder heute sehen, 25 Jahre danach? Also ich habe eben noch Gänsehaut gekriegt, wo ich jetzt diese Bilder wieder sehen musste. Ich mag das nicht mehr angucken. Aber ich werde jedes Mal wieder daran erinnern. Und ich habe die Sendung heute auch mitgemacht, weil ich finde, ich bin dazu irgendwie verpflichtet, hier zu sein, um zu sagen, man darf solche Situationen, solche Geschichten nicht in Vergessenheit geraten lassen. Ist das etwas, worüber Sie sich mit den anderen, die damals in dem Haus eingeschlossen waren, häufig noch unterhalten? Ist das noch Thema bei Ihnen? Nein, also unter den Vietnamesen reden wir ja fast nicht mehr darüber. Mhm. Es gab ja auch mal ein Gespräch des Vereins, dass es auch Anfrage von den Medien gibt. Aber es gibt ja fast gar keine, die sich bereit erklären, darüber zu sprechen. Weil ich verstehe es nicht, warum, aber das ist so. Und ich bin ja fast der Einzige, der darüber spricht. Sie leben auch weiterhin in Rostock-Lichtenhagen, ne? Ich lebe nicht direkt in Rostock-Lichtenhagen, arbeite aber dort. Also nicht weit davon? Nicht weit davon, nein. Ja. Wie spricht man heute in diesen Tagen über dieses Thema? Kriegen Sie das mit? Werden Sie angesprochen auf der Straße? Neulich war ein Journalist von der Welt, der in Lichtenhagen herumgegangen ist und hat ihn gefragt, wer waren damals beteiligt. Und ein Deutscher, der hat gesagt, gehen Sie da hin zu dem Plan, derjenige war damals da. Mhm. Und in meiner Arbeit treffe ich auch täglich Deutschen, die damals auch dabei waren. Aber wenn ich sie darauf anspreche, was hast du da damals gemacht, dann sagen sie meistens, ja, ich war zwar da, aber gemacht habe ich gar nichts. Das heißt, Sie treffen die Täter oder die, nennen wir sie Dulder, die treffen Sie in Ihrer Arbeit? Ja. Die treffen Sie auf der Straße? Ja.
erlebe ich auch fast jeden Tag diese Fremdenfeindlichkeit, diese Ausländerfeindlichkeit. Wenn ich Kunden bediene, merke ich ja schon, also nicht viele, aber es sind ja ein paar da, die immer sagen, ja, was macht er denn hier? Der hat hier nichts zu suchen. Was machen Sie beruflich, wenn ich fragen darf? Ich arbeite in so einem Post- und Paketdienstladen, wo ich ja auch Zeitungen verkaufen, Zigaretten verkaufen und so weiter und so fort. Und treffe ich hier ja einen ganzen lichten Gegner. Ja, aber Sie sagen, der Rassismus ist heute etwas, was Teil Ihres Alltags ist, nach wie vor? Es ist nach wie vor so, leider. Ich muss dazu aber noch sagen, es sind ja nicht nur dieser Alltag Rassismus, nicht nur die Deutschen, die da irgendwie fremdenfeindlich sind. Mhm. Denn es war damals ja auch Deutschen, die mich davor gewarnt haben, die zu mir ins Büro gegangen sind und haben gefragt, Ting, was ist denn hier los? Ich habe das und jenes gehört, also du musst mal ein bisschen aufpassen. Und wenn du mal Zeit findest, dann geh doch am Wochenende dahin und guck doch mal, was da passiert. Denn du kannst deine Landsleute helfen. Wir besetzen damals ja noch kein Telefon. Und ich habe da mein Büro mit dem Telefon. Deswegen bin ich am 22., das war ein Samstag, dahin gegangen, um zu gucken. Das ging über 3 Tage, ne? Samstag, Sonntag und Montag dann diese schrecklichen Bilder, die dann wirklich um die Welt gegangen sind. Aus heutiger Sicht, Tim, was ist da passiert? Wie haben Sie für sich diese Situation analysiert? Ich habe nie dran geglaubt, dass die Politik und die Polizei, sozusagen die Staatsmacht, uns denn alleine lassen. Das habe ich in Vietnam nicht erlebt, das habe ich zu DDR-Zeiten auch nicht erlebt. Wir haben, wie Stefan ja auch eben gesagt hat, schon ein bisschen privilegiert, weil als Vertragsarbeiter wurden wir immer von der Polizei geschützt. Und das war das erste Mal, wir haben vorhin die Bilder gesehen, wo Polizisten auch zusammengeschlagen worden sind von der Lehre. Und ich glaube, genauso wissen, das war die erste Nacht, wo nur 30 Polizisten aus Rostock ohne Schutzbekleidung uns aber doch geschützt haben. Und daran habe ich nicht immer geglaubt. Und deswegen kann ich nicht verstehen, warum 2 Tage später, wo Hunderte von Polizisten dort waren, uns aber da allein gelassen haben und ermöglicht haben, dass die Randaliere das Haus in Brand steckte. Das verstehe ich bis heute nicht. Ist das die Frage, die Sie am meisten quält bis heute? Das ist die Frage, ja. Warum ist das so? Warum ist das gewollt oder nicht gewollt? Das ist für mich nach 25 Jahren immer noch die entscheidende Frage. Was sagen denn die Deutschen, die dort leben, wenn sie die fragen, wieso ist das damals passiert? Wieso ist das derart aus dem Ruder gelaufen? Welche Erklärung haben die dafür? Ja, wir haben ja gesehen, dass der einen Lichtenhegner, was er dazu geäußert hat. Und ich habe auch durch meine tägliche Arbeit auch gesehen, wie schlimm die Situation damals war. Ich war zunächst auch dafür, dass die Bürger ja auch dagegen ausspricht. Aber dass das zu diesem Ausmaß umgewandelt ist und das Haus einfach Menschen einfach in Lebensgefahr bringt, das kann ich hier nicht mehr befürworten, kann ich nicht mehr verstehen. Denn die Situation von den Asylbewerbern in der zentralen Aufnahmestelle in der Mecklenburger Lake Axin, das war unerträglich. Ich muss da jeden Tag da durch. Ich habe hier gesehen, dass jeden Morgens ein Wächter so ein Wasserschlauch hinhält, damit die sich überhaupt was zu trinken holen können. Das war unerträglich. Ist das, Herr Schmidt, der eigentliche Vorwurf, den man jetzt auch aus historischer Perspektive auch wirklich der Politik machen muss, dass man die Leute dort einfach im Wesentlichen sich selbst überlassen hat? Es gibt ja eigentlich die mittlerweile noch wenig bestrittene Theorie, dass man diese Zustände dort damals mit den Asylbewerbern aus Rumänien, mit den Roma, dass man das auch bewusst so wollte und in Kauf genommen hat, weil man sich überlegt hat, wenn wir das möglichst so fürchterlich lassen, wie es ist, ohne Toiletten, sanitäre Einrichtungen, dann kommen möglicherweise weniger? Es wäre ja ganz leicht zu lösen gewesen, das Problem. Problem Nummer 1 ist, ich habe eine zentrale Aufnahmestelle für Asylbewerber, die pflanze ich mitten in einen Plattenbau. Das ist ein Gebäude von Hausnummer 13 bis 19. Und die Nummer 18, da mache ich die zentrale Aufnahmestelle für Asylbewerber des Landes draus. Nicht der Stadt, sondern die Landeseinrichtung.
Das birgt erstmal Sprengstoff, per se schon mal. Dann dieses Kompetenzgerangel. Da waren am Anfang ganz, ganz viele Lichtenhäger, die gesagt haben, Mensch, wir rufen bei der Stadt Rostock an und sagen, macht was da dran. Hier kommen immer mehr Asylbewerber her. In der Regel Sinti und Roma aus Osteuropa, die eben nach Rostock dann eben, ja, in Rostock den ersten Anlaufpunkt hatten. Die kommen hierher, aber es ist einfach überfüllt. Das Haus ist zu klein dafür. Die müssen draußen kampieren, macht was dagegen. Mhm. Baut wenigstens ein paar mobile Toiletten auf oder sonst irgendwas. Und dieser schwarze Peter, der ging quasi auf Dienstreise zwischen Rostock und Schwerin immer hin und her. Die einen sagten, wir können nicht, das ist eine Landeseinrichtung. Die anderen sagten, ja, aber das ist eigentlich eine städtische Angelegenheit. Mhm. Also letztendlich fühlte sich keiner verantwortlich. Und so konnte das Ganze dann letztendlich dann auch eskalieren. Musste eskalieren. Mhm. Welches Bild hat sich Ihnen geboten, als Sie dort das erste Mal hinkamen an diesem Wochenende? Wie muss man sich diese Szenerie vorstellen? Konnte man da schon greifen, dass es derart eskalieren könnte? Wir kannten ja die Bilder aus dem Fernsehen, von den Abenden, den Nächten zuvor, die damals ja auch schon für Aufsehen sorgten. Und mit dem Gedanken sind wir ja auch nach Lichtenhagen gefahren, zumal es auch eine Ansage ja gab. Das war ja tatsächlich ein Anschlag auf Ansage, denn DPA hatte schon am Nachmittag berichtet, dass es am Abend eine heiße Nacht geben würde. Das war ein anonymer Brief, der bei der Zeitung eingegangen war und der wurde dann auch unkontrolliert direkt veröffentlicht und rausgeblasen und damit war eigentlich eine Einladung ausgesprochen. Nur als wir da hinkamen, das war alles andere als eine Pogromstimmung. Das war ja mehr eine Volksfeststimmung am Anfang. Da flanierten Eltern mit ihren Kinderwagen. Da waren ein paar Jungs, die sich balgten auf der Wiese. Da gab es einen Imbisswagen, Happy Happy by Appy. Das ist ein tolles Teil. Mhm. Der Kerl muss ein unheimliches Geld verdient haben an diesem Wochenende. Mhm. Das Ganze war recht friedlich, aber wenn du genauer hingesehen hast, dann hast du eben auch die Jungs gesehen mit der Reichskriegsflagge um die Schultern, die eben auch rumstänkerten. Aber letztendlich davon auszugehen, als wir da kamen am Abend, zu sagen, das wird eskalieren, das wird knallen, die werden irgendwann dieses Haus stürmen, auf den Gedanken ist ja keiner gekommen. Das heißt, Sie fühlten sich relativ sicher und sind aus dem Grund dann auch rein in dieses Haus, um mit den Leuten dort in diesem Haus zu sprechen. Sie, bis dahin war die ganze Berichterstattung eigentlich die von der Täterseite her. Man guckte draußen auf der Wiese, wer läuft einem da über den Weg und fragt ihn, warum bist du denn dagegen, was hast du denn gegen Ausländer? Niemand hatte aber tatsächlich mit den Asylbewerbern oder mit den Vietnamesen gesprochen bislang. Mhm. Und als ein politisches Magazin guckst du natürlich auch auf diese Seite als erstes Mal. Und ja, dann sind wir in dieses Haus rein, um eben Interviews zu machen. Haben da eben den kennengelernt, der uns die Türen quasi aufgemacht hat bei den Landsleuten. Und wir hatten dann eben die Möglichkeit, die ersten Interviews dort zu führen. Und dann ging der Sturm auf das Haus los. So, diese eine Nacht, lass uns kurz über diese eine Nacht sprechen. Tin, wann haben Sie gemerkt, das entgleitet hier? Die sind wirklich zu allem bereit. Ich weiß es noch oder ziemlich ganz genau. Kennzeichen-Team hat mich dann vor meinem Büro gesetzt und haben dort angefangen zu interviewen. Irgendwann ging es nicht mehr, weil die Scheiben zu uns zerbarsten und wir haben schon gehört, dass die Leute schon da eingestiegen sind. Da stiegen wir immer von Etage zu Etage. Wir haben vorher aber schon organisiert, wo wir gesagt haben, wenn sie doch hier reinstürmen können, dann müssen wir irgendwie dahin kriegen, dass sie nur bis zur siebten Etage kommen könnten. Wenn die aber schon über die siebte Etage rüberkommen können, dann sind wir tot. Dann gibt es ja Mord und Totschlag. Mhm. Und deswegen haben wir dann mit dem Kennzeichen D auch von Etage zu Etage höher. Und nachher habe ich gesagt, nee, ich muss jetzt zu meinen Landsleuten und das organisieren, was wir abgesprochen haben. Ansonsten läuft das aus dem Ruder. Und aus den vierten Etagen kam das schon, man konnte gar nicht mehr sehen. So. Ich habe gesagt, Schluss jetzt mit dem Interview, ich muss zu meinen Landsleuten. Wir haben vorhin ja gesehen, das war die siebte Etage, wo ein Durchgang ist. Einen Fahrstuhl haben wir blockiert und ich habe Leute da in diesen beiden Aufgängen positioniert und haben gesagt, hier müsst ihr denn durchhalten.
Ansonsten sind die Frauen und Kinder in Gefahr. Und durch diesen Qualm, da war mir schon klar, dass das schon ernst wird. Mhm. Und wir standen da in der 7. Etage, da qualm ja schon alles, man hat ja fast gar nicht mehr gesehen. Und da guckte so ein Glatzkopf hoch, durch diesen Qualm. Da habe ich mich dann gefragt, ja, was machst du denn du? Schlägst du den Menschen, um zu überleben, oder lässt du dich von ihm denn töten? Selber schlagen, im Zweifel. So. Und da habe ich ein paar Mal aufgerufen, wer ist denn dort bekommen, da hoch? Wenn du nicht antwortest, mussten wir zuschlagen. Und da torkelte so ein begiftet Linke hoch, der hat langen Schwanz, aber nur eben hier oben die Glatze. Und den müssen wir noch mit hochschleppen. Und da war mir die Situation, was machst du denn nun? Und die Frage kann ich mich bis heute noch nicht finden. Wie hat sich denn die Frage 25 Jahre danach, Ihr Deutschlandbild, verändert seitdem? Also verändert hat sich ja in Lichtenhagen ja schon. Ich gehe nicht mehr mit der Angst durch Lichtenhagen. Mhm. Aber auch durch meine täglichen Arbeit sage ich heute, wie vor 25 Jahren, diese Fremdenfeindlichkeit, die gibt es ja immer noch, die latente. Und dagegen muss ich, muss der Verein, muss jeder von uns auch täglich umgehen, täglich dagegen kämpfen. Und dabei bin ich ja geblieben. Schrecklich für mich ist ja nur jemand, der gestern noch mein Bekannten, mein Nachbar ist, auf einmal so einen Hass entwickeln können, wo der genau wusste, aha, ich stecke ja auch mit drin in diesem Haus. Wie gehe ich damit um? Und deswegen war diese Idee mit der Vereinsgründung, wo ich gesagt habe, nicht nur ich alleine muss diese Arbeit, muss dieses Leben durchziehen, sondern ich muss das ja auch irgendwie anstecken, wo wir einen Verein gründen. Und jeder Vereinsmitglieder soll ja auch diese Gedanken auch tragen, wir können nur uns selber irgendwie weiterhelfen, um in Deutschland bleiben zu wollen, wenn wir bleiben wollen. Und das ist bei mir so geblieben. Und die Situation, das Leben in Lichtenhagen hat sich zwar sehr viel verbessert, aber dieses Gedankengut steckt immer noch da. Herr Schmidt, würden Sie mir zustimmen? Ich habe viel gelesen auch dieser Tage darüber, auch darüber, was man bilanzierend eigentlich festhalten muss. Was man doch auch konstatieren muss, ist ein wirklich einmaliges Versagen von Politik und Polizei gleichermaßen. Die Polizei, die dann auch von politischer Seite teilweise auch allein gelassen wurde. Es gab eine Hamburger Einheit, die hat auf der Autobahn selbst kehrt gemacht, obwohl sie gar keine Ansage dazu hatten. Und haben gesagt, das schauen wir uns nicht mehr länger an. Wir gehen da jetzt hin. Wir gehen da jetzt rein. Und andere, die man vor laufenden Kameras verprügelt hat. Und dann auf der anderen Seite Politiker, wollen wir jetzt keine Namen nennen, die nicht verfügbar waren, weil plötzlich beide gleichzeitig ganz dringend ihre Hemden wechseln mussten und deswegen nicht zu greifen waren. Also all diese Dienstbereitschaft wiederherzustellen. So, zum Beispiel. Also dieses Wegducken ist ein fast einmaliger Vorgang in der jüngeren deutschen Geschichte. Ich glaube, es ist ein einmaliger Vorgang, tatsächlich. Lichtenhagen ist ein deutlich gewordenes Versagen von Polizei und Politik. Dass die Polizei versagt hat, hat sicherlich Ursachen, die in der Zeit auch geschuldet sind. Wir reden immerhin von 1992, das Jahr 2 nach der Wende. Da ist eben auch in Ostdeutschland noch viel im Umbruch. Da sind Westbeamte, die jetzt plötzlich mit Ostbeamten zusammenarbeiten müssen. Da müssen Hundertschaften zusammengeflickt werden. Dass die Polizei tatsächlich so eklatant letztendlich versagt hat, liegt daran, dass der Einsatzleiter vor Ort Hundertschaften rauslösen musste. Mhm. Die er dachte, dass er die zur Verfügung hätte. Aber am Nachmittag wurde er dazu gezwungen, zwei Hamburger Hundertschaften nach Hause zu schicken, nach Hamburg. Diese Hamburger Hundertschaften sind dann tatsächlich abgezogen. Ab dem Moment war das Haus quasi zum Sturm freigegeben. Es war nicht mehr bewacht, es war nicht geschützt. Als dann diese Hamburger Hundertschaften auf dem Weg nach Hamburg auf der Autobahn im Autoradio hörten, was da gerade in Rostock passiert, haben die sich selbst einen Einsatzbefehl gegeben, haben gedreht und haben uns letztendlich das Leben gerettet. Also auch das gehört zu Rostock-Lichtenhagen.
wenn man mal versucht, ansatzweise zumindest das gesamte Bild zu zeichnen. Danke Ihnen beiden sehr, sehr herzlich. Immer wieder wirklich beeindruckend, auch von Ihnen zu hören, wie Sie auch bis heute, und das imponiert mir, bis heute sehr klar differenzieren. Sie haben das damals in dieser Situation getan. Sie tun das auch heute in dieser Situation. Danke Ihnen sehr herzlich, Team, dass Sie heute unser Gast waren. Ich bedanke mich außerdem ganz herzlich bei Jochen Schmidt. 25 Jahre nach Rostock-Lichtenhagen. Der Hospitant von Kennzeichen D, der heute unser Gast war, bedanke mich genauso herzlich bei Elmar Thewissen und Joachim Gerhardt, die heute unser Gäste waren. Vielen Dank. Alles Gute Ihnen für Ihre Reise in das türkisch-syrische Grenzgebiet. Und ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei Steffen Kretschmer, dem wir alles Gute wünschen für diese neue berufliche Herausforderung. Steffen, vielen Dank. Jetzt die Kollegin von Heute Plus und wir sind morgen wieder schließlich. Danke. Tschüss.